So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Beim letzten Mal waren wir mal wieder im Untergrund unterwegs, haben da eine Statue gesucht. Haben auch eine gefunden, aber nicht die, die ich wollte. Wir werden heute mal weiter nach der Göttinnenstatue suchen. Jetzt sind wir erst in dem Schrein gelandet. Und der Schrein heißt Ausbruch. Kann er nicht hochklettern, oder was? Dann halt so. Halt so. So, jetzt ist nur die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ach so, lol. Natürlich. Okay, aber da war ja noch mehr. Und da ist auch einfach nichts. Okay. Na gut. Ein bisschen überfragt gerade. Was soll ich denn jetzt damit? Hä? Also von da unten, das kann mir ja alles, das nützt mir alles nichts, ne? Nee. Also habe ich jetzt nur diese Platte. Ah, okay. Gut, da wird jetzt die Platte nicht gebraucht, aber ist egal. Ah! Ach, toll. Kann ich den da rankleben, ist die Frage. Nein. Ich krieg den nicht mal da hoch. Hä, aber was soll ich denn dann jetzt? Ach so, ja. Ich bin ein bisschen dumm, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen dumm. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, jetzt weiß ich, warum es Ausbruch heißt.
ganz die Richtung, in die du gehen solltest. Das schon eher. Er geht jetzt nicht mehr höher, oder was? Na eben, jetzt geht er wieder höher. Also, was soll denn das? So, Abflug! Schade. Ja, weiß ich nicht. Oh, es könnte sogar gehen. Oh, es könnte sogar gehen. Gib nicht auf. Okay, es gibt mich. Wow. Dein Ernst? Jetzt stehst du so da? Oh. Jetzt aber. So, haben wir alle Truhen? Yes, let's go, raus da. Ausbruch. Geschafft. Okay. So, wir wollen zu dem vermeintlichen Schluchtding. Und die vermeintliche Schlucht, ich weiß ja nicht, ob es stimmt oder nicht, es ist ja nur eine Vermutung. Oh, du zeigst mir wieder eine Höhle an, ne? Ja, okay, wir machen kurz die Höhle. Ist in Ordnung, ich folge dir in die Höhle. Höhle am Magoniberg. Och nee. Ist das so eine Monsterhordenhöhle? Die scheint größer zu sein. Ach, vielleicht will ich da jetzt doch nicht rein? Nee, schon mal keine Monsterhorde, die hier startet. Na gut. Gehen wir rein. Aber habe ich den schon fotografiert? Das scheint mir ein anderer zu sein, ne? Ja. Schwarzer Bossbock, oh je. Vielleicht war das nicht meine beste Idee. So, warte mal hier. Nummer 1 ist down. Rostfröstling. Mit meinen Kollegen geht es ja ganz gut hier. Bruder, der macht ordentlich Damage. Aber das war's dann auch mit ihm hier. Da gibt's schon mal Waffen. Schwarzer Bossbockhorn. Okay, keine Waffe, aber Zutat.
Sonst haben wir alles vor. Oh, da ist noch was. Schwarzes Bockblinhorn. Okay, ja, nice, nice. Sonst haben wir hier scheinbar alles. Okay. Na dann sammeln wir mal ein. Nice. Das war. Also die sind natürlich auch krass, die Bockblin-Waffen, ne? Also ich nutze ja immer nur die, die Dings. Die, Ist jetzt aber nicht Blutmond. Ist jetzt aber nicht Blutmond. Die kommen doch jetzt direkt wieder. Die kommen doch jetzt direkt wieder. Ich speichere mal kurz. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die gleich auf die Mütze geben. Also die kommen doch jetzt. Also kommen die direkt wieder, wenn ich genau hier stehe? Das wäre der ungünstigste Zeitpunkt für den Blutmond überhaupt. Das wäre der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Geil. Das ist genauso, habe ich mir das vorgestellt. Also aber wirklich genauso. Oh mein Gott, ist das dein Scheiß Ernst, dass du wieder hier bist? Nein! Voll verzerrt. Voll verzogen, die Kacke. Hör doch mal auf mit der Scheiße jetzt hier. Komm, wir essen mal gerade zur Sicherheit was. Wir sollten ja noch genug zu essen haben. So viel dazu. Das reicht alles nicht mal mehr für einen Angriff von dem, ne? Aber ich habe solches Essen halt, so Maxi-Obst-Kram. Ja, nee. Ja, dann habe ich halt so Effektessen. Toll. Ach, ja, komm. Das ist alles nicht so geil. Habe ich eine Fee zufällig dabei? Nee, ne? Natürlich nicht. Sehr schön. Hier kein Risiko ein. Weil der hat mir vorhin echt böse gegeben. Wir haben sie gleich down wieder. Ah Mann, der ist so schnell. Nice.
Bossbock Herz diesmal sogar. Ist natürlich alles nicht schlecht. Waffentechnisch nichts Neues, ne? Okay. So, dann sammeln wir mal den ganzen Loot wieder ein. Jetzt kommt ja nicht gleich wieder der nächste Blutmond. Weil das wäre schlecht. So, wo ist noch mehr Loot? Hier oben irgendwelche liegen lassen? Nee, ne? Okay. Okay. Was ist jetzt passiert? Noch mehr Gegner oder was? Sehr schön. Oh, das ist ein Schleim. So, warte nur, Kollege, du kriegst gleich richtig auf die Mütze. Nein! Frech. Ach Mann! Drecksding. Ah, jetzt hat er mich doch erwischt. So frech. So. Adieu. Aber man sieht, hier sind ganz viele... Also da nicht. Ich glaube, das ist kein Gegner, der da eingefroren ist. Aber da sind teilweise ganz viele Gegner eingefroren. Aber halt auch Truhen. Ja, haben wir gerade einen verloren. Können wir wieder mitnehmen. So, was ist hier drin? Da ist ein Gegner drin. Nein, danke. Da. Da ist auch ein Gegner drin. Ganz schwer zu übersehen. Da ist unser Freund. Jo, warum ist die Höhle so riesig? Was ist das? Ich hatte nicht vor, in so eine riesige Höhle jetzt zu gehen. Aber es ist natürlich gut zum Looten. Am Ende kommt hier noch ein Ivarok oder so ein Drecksding. Aber da oben war noch auch noch jetzt Zeug. Oh mein Gott. Wir müssen noch mal hoch.
So, guck mal hier. Das könnte eine Truhe sein, aber da ist wieder ein Gegner drin. An dem habe ich gar keinen Bock. An dem habe ich eigentlich auch keinen Bock, aber was soll's. Oh, hier ist, jetzt sehe ich das erst, hier ist ein Dings. Ein. Ja, komm, wir tauschen jetzt mal aus. Mich nervt eh die Meldung, dass der die ganze Zeit sagt, hier zerbricht gleich. Hier ist ein Kleidungsstück. Geil. Oh. Das Kleidungsstück ist auch ein bisschen eingefroren. Okay, komm, ich brauche jetzt wieder eine Waffe. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine Waffe. Wo ist denn mein Rhodonit? Hier sind noch die ganzen Steine. Wo ist jetzt mein Rhodonit? Da. Ja, ich brauche eine Waffe, die ich mit Rhodonit verknüpfe. Sonst habe ich nichts, was das hier machen kann. Und das ist schlecht, wenn ich nichts habe, was das machen kann. So, es dauert jetzt einen Moment. Okay, hat sich erledigt. Was kriegen wir denn hier Hübsches? Barbarenhose, Angriffskraft hoch, sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr gute Kleidung. Okay, also wieder einen von den Schätzen gefunden. Fühle ich, feiere ich. So. Aber trotzdem geht die Höhle noch weiter. Also was gibt's denn hier jetzt noch alles? Die Höhle geht richtig viel weiter. Oh mein Gott. Habe ich euch schon fotografiert? Ja. So, ich speichere mal, bevor die mir auf die Mütze geben. Aber mir scheint eher, dass ich denen auf die Mütze gebe. Nice. Ja, die Lanze macht auch gleich wieder einen Abflug. Aber so ist das Leben. Ich wollte die Bombe einsammeln. Ich habe dabei den Goronen aktiviert. Der Gorone ist gegen die Bombe gerollt und die Explosion hat mich getötet. For real jetzt. Ich glaube, das ist der dümmste Tod, den ich bisher im Spiel hatte. Ich glaube, das ist mit Abstand der dümmste Tod, den ich im Spiel hatte. Also das kannst du dir echt nicht ausdenken. Nein, ich wollte nicht abbrechen. Also einen dümmeren Tod gibt es, glaube ich, nicht.
Ja, die Yonobu-Attacke. Ganz toll, die Yonobu-Attacke. Ganz, ganz super, wirklich. Toll. Ach Mann. So, weg mit dir. Jetzt fällt er da runter. Ich habe keinen Bogen mehr. Warum habe ich keinen Bogen mehr? Ah, Bogen, 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 Bogen. So. Hat der gerade einen Geist geschluckt? Lol. Interessant, dass das geht. Was ist das hier eigentlich? Ach so. Ja, hat sich erledigt, ne? Okay, so, zurück zu dem Horrorblinden. Wo geistert er denn gerade rum? Ach, da oben. Was jetzt da unten noch? Oh, jetzt fallen die alle runter. Ach, der andere ist auch hier unten. Keine Waffe. So. Mein Gott. Okay. Also ich muss hier sowohl oben als auch unten looten, ne? Hier ist ja überall Stuff. Nur mal kurz eine Höhle ist echt keine gute Idee. Die hört halt auch nicht mehr auf. Aber es ist immer eine krasse Höhle. Jo. Kann man nichts sagen. Mehr Horrorblins? Oder was? Ja, wo sind sie denn? Ah, oh, hier ist die Höhle zu Ende, glaube ich. Das wäre ja gar nicht so schlecht.
Ah, es ist eine Durchgangshöhle. Deswegen ist die so lang. Wo sitzt der Gegner? Oh, hat sich wohl erledigt mit dem Gegner. Haben sich wohl meine Kollegen schon drum gekümmert. Die Geister sind so geil. Also, die Geister sind eine der besten Ideen, die sie je hatten. Einfach Begleiter zusätzlich. Das ist so gut. So, nie wieder den Goronen in der Nähe von der Donnerblume einsetzen. Das war überhaupt keine gute Idee. Lanze mit Soldatenlanze. Oh ja, komm. Gut. Aber dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Und sind auch durch diese Höhle einmal durchgegangen. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Beim Weg zum Institut, ne? Ja, beim Weg zum Institut. Okay, cool. Interessante Verbindung. Wo ist denn der jetzt hin? Gut. So, einen Krog noch mitgenommen. Prima. Tschüss. Er ist zu hoch. Das habe ich befürchtet. Okay, ja, wir wollten ursprünglich. Okay, das ist schon auch eine coole Verbindung so. Ah ne, hier die Verbindung war es. Wir wollten ursprünglich uns hierhin porten und dann hier uns erkunden. Das machen wir jetzt natürlich auch. Ich habe das nicht vergessen. So, aber auch die Höhle war ja durchaus wichtig mit der Kleidung, die wir gefunden haben. So, also. Let's go. Schauen wir mal. Oh, hier ist ein Anfang von einem Auto. Ah, und hier ist der Rest von dem Auto. Man könnte jetzt hier das Auto zu Ende bauen. Aber ich... Nee, muss jetzt nicht sein. Passt schon. So, Richtung passt, ne? Yes, Richtung passt sogar sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir diese Statue finden. Ich hoffe, mein Riecher stimmt. Da braucht jemand unsere Hilfe. Okay, hat gut funktioniert. Oh, Bruder. Ja.
Nice. Fast meine gesamte Energie verloren, aber hey. Ah. Ja. Insektensuche. Ah. Ja, toll. Danke dafür. So. Och nee, ich will nicht in irgendwelche Lager reinrennen. Da ist dieser See der Läuterung, oder wie das Ding heißt. Ist es zufällig eine Heilquelle? Nee, sieht nicht so aus. Oh, aber da gibt es ein Krog-Rätsel. Das ist ja auch was wert. Ach so, ja, okay, verstanden. Schon kapiert. Sehr schön. Ich hab dich entdeckt. So. Ja, also das ist der See der Läuterung. Warum der zu heiß? Keine Ahnung. Kam jetzt nicht mal als Kartendings. Ist halt einfach der See der Läuterung. Oh, gut. Dann versuchen wir mal an denen vorbeizukommen, ohne dass die groß jetzt uns bemerken. Ich habe dann keinen Bock auf die. Ah, kommen wir vorbei. Sehr schön. Bruder! Kannst dich gleich verziehen. So, wir warten aber kurz, bis die sich ver... Schlecht wäre es jetzt natürlich, wenn der so lange angreift, bis der den Ganondorf rausholt. Da hätte ich jetzt nicht so den Bock drauf. Aber ich glaube, die verziehen sich von selbst wieder. Danke. Sehr schön. Mein Gott, dass der, also der ist auch Osttotor der Ranellstraße. Okay. Ah, ich bin auf dem genau richtigen Weg. Sehr gut. Ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass da in der Mitte wirklich eine Göttinnenstatue sein soll. Aber ich meine, das ist eine Art Schlucht hier, oder? Also, rein theoretisch könnte das schon passen. Und die Schlucht kennt man natürlich auch noch aus Breath of the Wild. Gut. So geht's natürlich auch, aber jetzt ist der schöne Loot da unten. Das lasse ich mir nicht entgehen. Auch wenn ich jetzt ein Problem habe. Oha! Oha! Das ist ein Zufallsfund der Extraklasse. LOL. Höhle der Ostranell. Okay, das ist jetzt mal wieder so ein Zufallsfund. Sensationell.
Wäre der nicht runtergefallen von dem Goronen, hätte ich mich nie in die Richtung umgedreht. Oha. Ah, toll. Hat sich der Stein verabschiedet. Wenn du jetzt mein Leben beendest... Okay. Kriegen wir ein Problem. Das ist aber wieder so eine große Höhle, kann das sein? Jo. Jo, ach nee. Okay, die halten aber nichts aus. Nice. Nice. Nein. Und tschüss. Sehr schön. Schön lauter Monstermaterialien sammeln. Okay. Nee, sehe ich jetzt keine Verwendung. Wobei, besser als der Goshin-Schild ist er. Insofern. Oh, besser als der ist er vor allem. So, ich muss mich nur die ganze Zeit umgucken nach dem Viech. Das Viech haben wir noch nicht gefunden bisher. Oh, hier geht's viel weiter runter, als ich wollte. Ja, gut. Das ist dann wohl doch auch wieder eine etwas größere Höhle. Scheiße. Warum lande ich immer wieder in diesen riesigen Dingern? Warum lande ich immer wieder in diesen riesigen Dingern? Ist hier ein hier ist ein Schrein. Das ist eine Schreinhöhle. Das ist ja zum Schrein. Okay, boah, Bruder, wenn du noch mich irgendwann noch mal mit an der Wand sprengst mit einer Donnerblume, ich teere und federe dich. Ich sag's dir. Nein. Gut. Oh, da hinten läuft ein Bossbock rum. Oh, nee. Können wir erst den Schrein auslösen? Alter, meine ganzen Steinwaffen gehen kaputt.
brauche mal neu. Nein. Wir sammeln nur die Blume. Ich habe vor Donnerblumen an der Wand jetzt richtig Respekt. So, neue Steinwaffe. Wo geht's jetzt hier rein? Yes! Dann haben wir dich auch gefunden. Sehr gut. Sehr schöne kleine Mini-Höhle. Okay, jetzt muss ich nur noch möglichst leise. Denen hinterher schleichen, dass ich irgendwie den Weg da hoch finde. Oder ich kletter halt einfach hoch, ne? Hier ist nochmal so ein Schleimi-Schleimi. Ist hier sonst was außer dem Schleimi-Schleimi? Hier geht's halt auch nochmal 3 Millionen Meter weiter. Ich muss das mal den Schrein auslösen. Bruder! Sehr gut. Wo ist jetzt das Auge von dem hingerollt? Ach nee, ach komm. Dann soll mich das Auge mal gern haben. Ich will den Schrein auslösen. Ich muss unbedingt den Schrein auslösen. Ich meine, die Bossbockviecher sind jetzt... Ja, okay, der ist jetzt ganz woanders. Dann habe ich da jetzt erstmal meine Ruhe. Und kann in Ruhe... den Rundkurs zu Ende gehen. Oh, hier kamen wir her, ne? Aber von hier sieht man den Schrein am besten. Ah, hier muss... Okay, hier muss ich reinklettern. Wobei, kann ich hier klettern? Es ist nass, ne? Es ist... Oh, ich weiß nicht, ob ich klettern kann. Oh, oh. Kann ich hier klettern? Ja. Nein. Scheiße. Okay, das ist nicht gut. Wie komme ich dann da rein? Mein, mit ein bisschen Glück bin ich jetzt hoch genug. Nee.
Okay, schwierig. Schwierige Momente. Ganz schwierige Momente. Aber ich habe doch sonst hier nichts, womit ich da reingehe. Also, wie was, wo? Was ist denn hier die Idee? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Oh! Ich habe die Idee gefunden. Ja, okay. Oh nee, das ist wieder mehr. Mann. Jetzt. Sehr schön, wir sind angekommen. Wir sind beim Schrein angekommen. Nee, die Donnerblume, da lasse ich jetzt Donnerblume sein. Okay, wobei, jetzt kann ich mich trauen. Und nur einmal A drücken macht ja eigentlich auch, löst den ja nicht sofort aus, ne? So. Okay, machen wir den Schrein. Wenn ich Glück habe, ist es nur ein Belohnungsschrein. Wenn ich Pech habe, muss ich ihn machen. Yes! Sehr cool. Maxi-Medizin, let's go. Ja, und jetzt heilen wir uns sowieso hoch, das ist also sehr praktisch. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch die Höhle zu Ende machen in dem Part. Zumindest das würde ich schon gerne noch machen. Wir waren jetzt in dem Part sehr viel in Höhlen mal wieder unterwegs, aber es sind belohnende Höhlen. Also insofern finde ich, passt das schon. Ne? Bin der Meinung, das kann man schon so anbieten. Kann ich wenigstens hier... Ich darf nicht mal so raus. Ja, okay, dann halt nicht. Dann kann ich halt nur so raus. Jetzt sind die gerade hier. Dann gehen wir halt den anderen Weg. Habe ich noch eine Waffe, die ich synthetisieren könnte? Einen großen Zauberstab. Aber an den großen Zauberstab so einen Stein hängen halte ich jetzt auch nicht für geil. Andererseits, der große Zauberstab macht jetzt auch nichts anderes als ein nicht großer Zauberstab. Das ist auch das Einzige, was ich nicht synthetisiert habe. Ja komm, wir machen eine Steinwaffe draus. Was soll's. So. Ist doch wurscht. Ich brauche Steinwaffen. Und zwar nicht wenige. So, ich hoffe, ich bin schneller an der Abzweigung als die. Och, nö.
Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Gut, mit ein bisschen Glück liegt da jetzt sogar noch das Auge unten. Dann hätte ich nicht mal was verloren. Okay, da liegt kein Auge mehr. Egal. So, was ist denn jetzt hier noch in der Höhle? Also das kann doch nicht wieder nur eine Verbindungshöhle sein. Hier muss es doch noch mehr geben, wenn ich hier runter kann. Und es ist am Ende wirklich eine Verbindungshöhle. Aber wohin? Oh, hi. Das wollte ich nicht. Mein Gott. So. Ich könnte mir halt vorstellen, dass hier noch so ein Ivarok-Kampf wartet oder sowas. Nee, ich komme hier wieder raus tatsächlich. Ach, krass. Ich komme hier tatsächlich irgendwo wieder raus. Da war gerade ein Schwarm, dann ist er wahrer weg. Wo komme ich raus? Bei der Ranell-Bucht. Ah, alles klar. Also so überhaupt nicht dort, wo ich hin wollte. Oh ja, ist in Ordnung. Ist okay. Ist okay. Ich hätte mir hier ein Teleportmedaillon setzen sollen, ganz ehrlich. Das wäre klug gewesen. Jetzt muss ich wieder durch die Höhle zurück. Ja, komm. Es gibt Schlimmeres. Kann ich hier eigentlich ganz durch die Decke? Yes! Ab nach oben. Mit ganz viel Glück komme ich jetzt mitten in so ein Monsterlager raus. Ach, du willst mich doch verarschen. Ah. Ja, komm. Ja, komm. So. Wir haben noch nie den Exalfo-Schwanz gesnackt. Oha. Krass. Das ist ja wirklich krass. Hyrule-Reis, okay. Gut. Aber dann begeben wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht dorthin, wo wir schon die ganze Zeit hin wollten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage